Es war schon eine große Umstellung, hier in die Familie zu kommen, aber eher, weil ja keine Geschwister und weil es natürlich einfach fremd ist. Also du lebst halt dein ganzes Leben mit deiner Familie und dann kommst du hier zu so einer neuen Familie. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Mein Name ist Lea, ich bin 16 Jahre alt und mit Kulturwelke Deutschland in den USA. Genau, in dem heutigen Video werde ich ein bisschen darüber erzählen, was anders ist an meiner Gastfamilie im Vergleich zu meiner deutschen Familie und ja, welche Besonderheiten es hier gibt, welche Traditionen oder ja, Regeln meine Gastfamilie hat im Vergleich zu meiner deutschen Familie. Also viel Spaß beim Zusehen und dann fangen wir auch schon an. Ich würde sagen, ich stelle euch einfach mal meine Gastfamilie so ein bisschen vor am Anfang und genau dann auch so ein bisschen über meine deutsche Familie, weil dann werden eigentlich so die größten Unterschiede schon klar. Genau, also ich wohne hier bei einem lesbischen Paar, also bei zwei Frauen. Und genau, die haben keine Kinder oder so, eine Katze. Genau, und in Deutschland, genau, habe ich meine Eltern, Mutter und Vater und drei Geschwister und dann auch noch drei Hunde und zwei Pferde. Also eine ziemlich große Familie. Das ist eigentlich schon so die größten Unterschiede, also dass ich vor allem keine Geschwister habe, das ist ein echt großer Unterschied, den ich echt ziemlich häufig merke und was, glaube ich, für mich auch so die größte Umstellung war. Genau, und das mit den zwei Frauen, ich weiß nicht, ob es... Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht so eine große Umstellung für mich. Ich glaube nicht, dass mir irgendwie eine Vaterfigur oder so fehlt. Es ist anders, aber ja, eigentlich... Es war keine große Umstellung oder so für mich. Das war eigentlich ganz normal. Also mein Vater in Deutschland ist oft so auf Reisen für seine Arbeit und so. Und hier so als Einzelkind, das merke ich halt ziemlich. Also ja, da ist ein großer Unterschied, dass halt wirklich die sich ziemlich auf mich fokussieren. Und ich meine, mit drei anderen Geschwistern geht das halt in Deutschland nicht wirklich. Genau, da musste ich mich echt dran gewöhnen. Ich denke, es kann auch ganz gut sein, mal so für ein Jahr so ein bisschen verwöhnt oder so zu werden. Genau, aber ja, ist jetzt irgendwie nicht besser oder schlechter. Ich würde sagen, es ist einfach anders. Okay, dann kommen wir so zu Gewohnheiten hier oder ich weiß jetzt nicht, Traditionen. Ja, wahrscheinlich eher so Rituale oder sowas, Routinen. Genau, also was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass wir nicht zusammen frühstücken. Was aber nicht irgendwie an meiner Gastfamilie oder an mir liegt, sondern einfach daran, wie die halt arbeiten. Also meine eine Gastmutter ist halt immer hier, aber die arbeitet dann schon von zu Hause halt, wenn ich aufwache. Und dann, ja, meine andere Gastmutter ist schon bei der Arbeit. Genau, aber am Wochenende oder so, also immer wenn es geht, dann frühstücken wir eigentlich zusammen. Ja. Genau, ich habe hier so einen kleinen Zettel, also schaue ich immer runter. Was ich hier gut finde, ist, dass wir oft gemeinsam Filme schauen. Das machen wir jetzt zu Hause jetzt nicht so wirklich. Also ich schaue manchmal mit meinen Eltern oder mit meinen Schwestern oder so Filme. Aber genau dadurch, dass wir auch so groß sind, schauen wir eigentlich fast nie gemeinsam Filme. Ja, wir können uns eigentlich nie auf einen Film einigen, also genau, das mag ich aber hier. Und was ich ziemlich gerne mag, ist, dass wir oft so irgendwie ein Puzzle oder so ein Brettspiel auf dem Küchentisch liegen haben. Und dann, wenn immer wir halt essen, dann spielen wir halt. Oder wenn wir ja alleine essen, dann kann man so am Puzzle irgendwie ein bisschen weiter arbeiten. Genau, das mag ich ziemlich gerne und könnte mir auch gut vorstellen, das in Deutschland zu machen. Also Regeln sind relativ ähnlich, würde ich sagen. Also ich glaube, meine Eltern in Deutschland sind ein bisschen lockerer. Aber ich glaube, es liegt hier einfach daran, dass, ich meine, ich bin ein quasi fremdes Kind und ich glaube, das ist, also man ist dann nochmal vorsichtiger, würde ich sagen, was man so erlaubt und was nicht. Genau, ich glaube, ich weiß das sogar gar nicht. Ich glaube, ich muss hier um 10 zu Hause sein. Ja, ich kann halt, wenn irgendwas ist, so kann ich einfach fragen und wenn die wissen, wo ich bin und was ich mache, dann ist das eigentlich das Wichtigste. Genau, zum Essen. Ja, da, also es ist so eine inoffizielle Regel, dass wir halt nicht unsere Handys am Essenstisch benutzen. Das ist, glaube ich, eine ziemlich verbreitete Regel, bin ich vollkommen okay mit. Und ich weiß gar nicht, sonst haben wir, glaube ich, nicht so viele Regeln. Also so vieles ist halt offensichtlich
was man nicht so machen sollte. Aber ich glaube, das sind so mit die einzigen Regeln, die wir vorher besprochen haben. Und ja, damit bin ich komplett zufrieden. Genau, also ich glaube, es war schon eine große Umstellung, hier in die Familie zu kommen, aber eher, weil ja keine Geschwister und weil es natürlich einfach fremd ist. Also du lebst halt dein ganzes Leben mit deiner Familie und dann kommst du hier zu so einer neuen Familie. Also genau, ich glaube, das war einfach so die Umstellung und ja, also ich bin hier super zufrieden und also ich finde, die Familie steht meiner deutschen Familie eigentlich in nichts nach. Genau. Ja, ich glaube, das war es auch eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und vielleicht sehen wir uns noch mal im nächsten Video. Bis dann.